Hallo Freunde, seht euch dieses interessante Paket an. Ich habe es heute bekommen. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht mal, was es ist. Aber ich bin neugierig, was drin ist. Also ist es eine Schachtel mit einem Spielzeug. Wow, es ist ein Scruffle of Plüschtier. Eine limitierte Auflage. Ich frage mich, wer mir diesen Süßen geschickt hat. Hallo zusammen. Was machst du hier ohne mich? Was ist das für eine Box? Es kam mit der Post. Jemand hat mir ein Geschenk geschickt. Und du hast keine Ahnung, wer? Nö. Überhaupt keine Ideen? Nicht einmal eine winzige Vermutung, Sam. Gut, dann mach schon und öffne die Box. Leute, erinnert ihr euch, dass wir bereits 2 Videos über Scruffalofs gemacht haben? Ja, ich habe das erste Tier auf der Straße gefunden. Und das zweite von unser Haus bei Regen, ganz alleine. Und jetzt haben wir das dritte Spielzeug. Mal sehen, was in diesem Set ist. Hier haben wir eine Adoptionsurkunde. Und es gibt auch eine Haarspange, eine Haarbürste und ein Halsband. Susi, wir brauchen das erstmal nicht. Nimm das Spielzeug raus. Oh, was für eine schöne Farbe. Ich liebe Lila. Du hast mir gesagt, dass du Rosa liebst. Sam, keine Farbe kann mit Rosa mithalten. Keine Sorge. Ich frage mich, welches Tier sich hinter diesem süßen Flusenball versteckt. Leute, schreibt in die Kommentare, welches Tier uns erwartet. Ein Hase? Ein Hund? Oder vielleicht ein Kätzchen? Dafür müssen wir das Tier baden, nicht wahr? Natürlich, Sam. Aber es ist schwer, ein Spielzeug ohne Wasser zu baden. Also, und ohne Becken kein Wasser. Das Becken ist also wichtiger. So. Wir sind bereit, unseren kleinen Kerl zu baden. Juhu! Baden! Hey, warum bist du so frech? Ich wollte nur überprüfen, ob das Wasser zu heiß ist. Komm her, kleiner Kerl. Lass uns sehen, was für ein Tier du bist. Susi, hast du eine Ahnung über den Absender? Mm-mm. Vielleicht einer unserer Zuschauer. Schau, es ist so bezaubernd. Oh, diese kleinen Ohren und Pfoten. Es ist ein Kätzchen. Sam. Vielleicht wollte er anonym bleiben. Nein, das will er nicht. Sam verhält sich heute wirklich seltsam. Leute, vielleicht habt ihr eine Idee, wer mir dieses Paket geschickt hat. Schreibt es in die Kommentare unten. Und wir machen uns auf den Weg zum Trocknen. Ja, ich frage mich, was Susi besser gefallen wird. Oh, eine limitierte Auflage. Ich bestelle es für Susi. Sie wird sicher sehr glücklich sein. Yay, wir werden einen neuen Scruffalof bekommen. Oh, Scruffalofs? Ich erinnere mich nicht, dass ich danach gesucht habe. Gut, ich schaue mir das später an. Im Moment muss ich ein neues Video für den Kanal hochladen. Leute, ich erinnere mich. Vor einer Woche war eine Seite auf meinem Laptop offen mit diesem Scruffalof. Sieht so aus, als hätte Sam es für mich bestellt. Aber vergessen, die Website wieder zu schließen. Also, bist du jetzt endlich trocken? Ja, das wird er. Leute, ich habe das Spielzeug für Susi bestellt, aber ich habe keine Karte geschrieben, von wem es ist. Jetzt ist die Überraschung ruiniert. Was soll ich denn jetzt machen? Hast du Geheimnisse vor mir? Ich kann dich nicht hören, wegen des Haartrockners. Das ist alles in Ordnung. Ich erzähle es dir später. Oh, schau dich dieses bezaubernde Kätzchen an. Wir müssen dich jetzt gut bürsten. Ich hol die Haarbürsten. Hier. Sam, die sind etwas zu groß. Na gut, ich kann eine Haarbürste von Fluffy mopsen. Nein, nein. Ich habe eine bessere Idee. Wir haben doch eine spezielle Haarbürste im Set. Oh, das habe ich vergessen. Lass das hier für mich für später, okay? Was willst du damit machen? Haare stylen? Warum nicht? Na, da, 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 da. Ich hoffe, mein Geschenk hat dir gefallen. Ziemlich faszinierend. Oh, Susi, wer hat dir diese Nachricht hinterlassen? Wahrscheinlich dieselbe Person, die mir dieses schöne Spielzeug geschickt hat. Das ist ein toller Geschenkeversender. Dieses süße Halsband kam mit unserem Spielzeug. Wir müssen den Namen für unser Kätzchen hier raufschreiben. Das sind die Namen von unseren Spielzeugen aus dem anderen Video. Danke für die Vorschläge. Wie sollen wir unsere Süße nennen? Sam! Was? Hast du erraten, wer dir das Paket geschickt hat? Nein, mir fällt kein Name für unsere Kleine ein. Naja, nennen sie Gladiolus. Was? Warum Gladiolus? Diese süße Gladiolus nennen? Aber schau, diese Gladiolen sind so fliederfarben wie die Kleine. In Ordnung, Florist. Ich hab's verstanden. Ich muss mir also selbst einen Namen ausdenken. Du kannst sie auch Delphinium nennen. Das ist auch eine lila Blume. Liest du mein Blumenlexikon? Es ist tatsächlich sehr interessant. Das ist Lilo, Leute. Jetzt wird sie Teil unserer Scruffalofs-Kollektion sein. Warte, ich habe die Haarspange vergessen. Aha, hier ist eine neue Nachricht. Weißt du nicht, wer ich bin? Sam? Was ist los?
Du hast noch eine Nachricht bekommen. Lilo und ich wussten schon lange, dass du es bist. Und du hast nichts gesagt? Vor einer Woche hattest du die Shop-Website geöffnet. Ich erinnere mich daran, weil es eine limitierte Auflage war. Puh, und ich hatte Angst, dass es dir nicht gefallen würde. Ich liebe es. Es ist ein tolles Geschenk. Leute, gefallen euch unsere Videos über Scrafflers? Gebt einen Daumen hoch, wenn sie euch gefallen. Und abonniert den Kanal. Und wenn du auch solche Spielzeug hast, erzähl uns davon in den Kommentaren. Miau. Also Sam, wollen wir spielen? Übrigens, Susi, ich habe auch einen gelben gefunden. Willst du ihn bestellen? Da